Ja, hallo zusammen. Guten Morgen. Ja, wir verlassen jetzt hier diese wundervolle Location. Ein traumhaft schöner Platz. Wir waren jetzt hier 3 Nächte und haben schöne Radtouren gemacht zu den umliegenden Dörfern. So, meine lieben Camping- und Vanlife-Freunde, wir sind heute an der Loire aufgebrochen und sind gut 150 Kilometer weitergefahren und sind jetzt auf einer Insel. Ich kann das gar nicht aussprechen, wie das heißt, aber wir sind hier auf einem wunderschönen Camping Municipal sind wir gelandet und haben hier auch ganz kleine Beiträge nur. Also ich glaube, ich muss hier 13 € und 32 Cent, glaube ich, bezahlen für die Nacht, allerdings wieder ohne Strom. Hier mein Kumpel, der steht hier direkt nebenan und der ist ja mit dem Auto und mit dem Wohnwagen da und der bezahlt genau den gleichen Kurs. Ja, und der Campingplatz, der heißt, Moment, ich guck mal gerade hier, Camping de la Courte. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Und ja, ich glaube, es hat geklappt und gleich gehen wir mal zum Strand. Und dann werden wir uns da mal die Strandlandschaft angucken, weil der kitet ja gerne und das kann durchaus sein, dass das hier möglich ist. Das werden wir gleich mal abchecken. Es ist ein Camping Municipal und Camping Municipal sind in Frankreich immer sehr preisgünstig, aber meistens nicht schlecht oder zumindest so ausgestattet, dass man eigentlich wenig Wünsche hat. Es gibt morgens auch Brötchen hier und alles, also was will man mehr? Ja, also ich muss ganz klar sagen, zuerst dachte ich ja, die Insel gibt nicht allzu viel her. Hier gibt es nicht so viele schöne Stellen, aber wie wir gerade gesehen haben, ist das nicht unbedingt richtig. Also die Strände hier sind schon traumhaft, wenn auch hier und da sehr klein. Aber es sind eben Atlantikstrände und das ist natürlich immer was Besonderes. Ja, und hier die Ecke gefällt mir auch sehr, sehr gut. Es gibt schöne Aufgänge zum Strand hier über die Düne. Da hinter mir sieht man es, da sind wir auch eben lang gegangen. Ja, und ich denke, ich werde noch mehr entdecken. Ja, ich bin mit dem Rad unterwegs und ich werde jetzt noch ganz bis auf die Spitze fahren und hoffe, dass ich da vielleicht auch noch eine Einkehrmöglichkeit finde. Also jetzt muss ich doch ganz klar sagen, hier sieht es mir schon eher nach Atlantik aus. Also die Wellen sind etwas höher. Ich bin auf der Spitze, fast auf der Spitze der Insel jetzt angekommen. Und hier gefällt es mir dann schon richtig gut. Ein bisschen rauer, ein bisschen wilder und vor allen Dingen auch nicht so viel von dem Sedan. Ja, hier auf dieser Insel wird an vielen Stellen Salz gewonnen. Hier gibt es dann so Becken und dann setze ich irgendwo das Salz ab in den Ecken oder so. Dann wird es abgeschöpft hier und da vorne ist sogar so eine kleine Bude. Da kann man, wenn man möchte, sogar direkt Salz kaufen. Also ja, nun bin ich hier am Ziel angekommen.
ganz an der Spitze der Insel in El Pont Herbaudiere. Ich habe wieder mal keine Ahnung, wie immer. Aber es ist schon sehr, sehr touristisch, aber auch gleichzeitig sehr, sehr schön. Was mir natürlich jetzt im Moment unheimlich gut gefällt hier. Ende September, fast keine Touristen. Ja, und ganz hier oben an der Spitze, aber wirklich ganz auf der Spitze, weiter geht's nicht mehr, gibt es auch einen fantastisch schönen Campingplatz. Ja, das ist jetzt wirklich die äußerste Spitze. Hier bläst immer ein bisschen Wind. Ich hoffe, dass man mich trotzdem verstehen kann, weil diese Aufnahme mache ich jetzt gerade hier mit dem Handy. Das ist das Ende der Insel und da hinten sieht man ganz auf der Spitze, auf der linken Seite, so einen Kasten. Das ist natürlich auch wieder mal so ein schäbiger Bunker. Ja, Zeugen der Zeit, würde ich mal sagen. Ne? Keiner schönen Zeit, aber was will man machen? Oben auf so einem Bunker Tafeln aufgestellt, woran man die ganze Bunkeranlage hier sehen kann. Also hier gibt es jede Menge von den Dingern. So, und jetzt werde ich den Heimweg antreten und ich habe noch gute 35 Kilometer jetzt bis zum Campingplatz. Und ich bin in La Rochelle angekommen und ich stehe jetzt auf einem recht günstigen Stellplatz hier für 13 Euro. Muss dann wohl eine halbe Stunde laufen bis in die Stadt, aber ich wollte jetzt nicht irgendwo so stehen und das ist mir dann hier doch ein bisschen sicherer. Mal sehen, ich werde wohl 2 Nächte bleiben, damit ich morgen einen kompletten Tag habe. Und dann werde ich mir mal in aller Ruhe die Stadt anschauen. Da freue ich mich schon sehr drauf. La Rochelle soll ja wirklich sehr schön sein. Vielleicht mache ich da auch eine Scooter-Tour draus. Mal schauen. Das ist das erste Mal, dass ich rückwärts auf einen Stellplatz draufgefahren bin und so in der Waage gestanden. So, ich bin jetzt aufgebrochen auf dem Stellplatz mit dem Scooter und werde jetzt da hinten, auf der anderen Seite, da hinten La Rochelle erkunden. In dem Video werdet ihr wahrscheinlich nicht erkennen, Île de Ré ist da ganz weit im Hintergrund. Ich kann das so gerade eben sehen. Der kleine Felsen, wie La Rochelle übersetzt heißt, ist mit 75.000 Einwohnern tatsächlich recht klein, besticht aber mit einer schönen Altstadt inklusive dem Hafen. Wahrzeichen der Stadt sind die 3 Türme, der Tour de la Laterne, Tour de la Chain und Tour St. Niklas. Der Laternenturm, ein ehemaliger Leuchtturm, der auch als Gefängnis diente. Der Kettenturm, der zuvor als Eingangstor zum Hafen diente. Nachts wurde eine große Kette zwischen ihm und dem St. Niklas-Turm gespannt, um den Hafen zu schützen und zu schließen. Der Turm St. Niklas, der größte, der mit dem Kettenturm verbunden war, um die Stadt vor Gefahren und Invasionen durch das Meer zu schützen.
Natürlich kann ich nicht alles aus dieser wundervollen Stadt filmen und kommentieren, aber hier habe ich noch für euch ein paar schöne Momente zusammengestellt. Ja, jetzt befinde ich mich im Hafenviertel von La Rochelle und auch hier vorne, was wir jetzt sehen, ist ein ganz neues Viertel und das werde ich mir jetzt auch noch mal anschauen. So, guten Morgen, neuer Tag, neue Tour. Ja, ich bin jetzt gerade in La Rochelle auf dem Stellplatz aufgebrochen und ich habe 2 Tage dort verbracht oder 2 Nächte besser gesagt. Ich habe gestern den ganzen Tag mir die Stadt angeschaut, habe eine wundervolle Stadt kennenlernen dürfen mit ganz tollen alten historischen Gebäuden, mit netten Restaurants, eine ganz tolle Gastronomie. Kulinarisch kann man sich da austoben, wenn man das möchte. Ich habe wundervolle Menschen kennengelernt und einen sehr schönen Hafen besichtigt. Ja, aber heute geht es dann weiter und zwar fahre ich heute nur eine kurze Strecke und zwar bin ich auf dem Weg zur Île de Ré. Aber davon seht ihr dann im nächsten Video etwas und damit möchte ich jetzt hier dieses Video auch schließen und wünsche euch schöne Tage. Also ich denke bis nächste Woche. Tschüss!